Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tech-Karton-Video. Ich möchte mich als allererstes für diese Tonqualität entschuldigen. Das hängt damit zusammen, dass mein Recording-Equipment heute in der Schule steht und heute ist Sonntag und da komme ich heute nicht hin. So, heute geht es darum, dass ich versuche, einen PC mit Eis zu kühlen. Und hier sieht man, wie ich das Mainboard auf einem Stück Holz montiert habe, einfach um es flexibel transportieren zu können. Im nächsten Schritt habe ich dann die ganzen Öffnungen mit Gaffertape abgeklebt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eintritt, weil das wäre fatal gewesen. Das ist übrigens der Intel E2200, also Pentium, aus dem Schul-PC-Video. Anschließend habe ich Referenzwerte gemessen. Das war bei mir im Zimmer bei ca. 22 Grad. Da hatte die CPU mit dem Intel Boxkühler am Ende eine Temperatur von 33 Grad Celsius. Dann habe ich das Ganze bei mir auf dem Balkon gestellt und erneut Werte gemessen und nach ein paar Minuten hatte die CPU im BIOS eine Temperatur von 17 Grad. Die Außentemperatur betrug übrigens -3 Grad. So, dann habe ich den Lüfterstecker des Lüfters gezogen, weil vielleicht kann ja so ein Intel Boxkühler wenigstens als passiver Kühler arbeiten. Die Temperatur war dann nach ein paar Minuten bei 35 Grad. So, dann habe ich ausgeschaltet und den Lüfter komplett vom Mainboard weggenommen. Der braucht schon einen Lüfter, habe ich mir gedacht. Und habe dann mein Metallgefäß genommen und das Metallgefäß mit Schnee gefüllt. Das hat sich allerdings später als nicht so ganz praktikabel herausgestellt, weil der Boden konkav war, also nach innen gewölbt, und somit hat er nicht die CPU abgedeckt. Hat man auch an den Temperaturen gesehen, die sind im Sekundentakt angestiegen und waren irgendwann bei 55 Grad. Und da habe ich dann die Reißleine gezogen. So, dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das Ganze besser machen, habe dann so ein Schälchen aus Alufolie gebastelt und Schnee reingelegt. Und dann hatten wir später stark schwankende Temperaturen. Wenn man den Schneeklotz ein bisschen bewegt hat, dann sind die Temperaturen wieder abgefallen auf ca. 40 Grad. Damit habe ich mich dann aber nicht zufrieden gegeben und habe dann nochmal so ein Schälchen gebaut, habe das Ganze sogar ein bisschen auf die CPU gedrückt, dass es dann auch fest saß. Und habe dann wieder Schnee reingelegt und dann hatten wir Temperaturen von 27 bis 30 Grad. Wenn man das Schneeklötzchen dann noch ein bisschen bewegt hat, hat man die Temperatur ab und zu sogar noch auf unter 20 Grad bringen können. Also kann man sagen, man kann einen PC mit Schnee kühlen. Es war bestimmt nicht der effizienteste Weg, aber es funktioniert. Und wenn man jetzt noch einen Mechanismus findet, mit dem man das Wasser, was sich beim Erhitzen des Schnees bildet, wegkriegt, weil da bildet sich dann Wasserfilm und das ist dann nicht so schön für die Temperaturen. Wenn man das irgendwie noch wegbekommt und dass man neuen Schnee nachgeschaufelt bekommt, dann wäre das zumindest eine kleine witzige Variante, wie man zum Gag einen PC kühlen könnte oder eine CPU kühlen könnte. Praktikabel wird sie, denke ich, nie werden. Und ja, das war jetzt das Ende dieses kurzen Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es nicht allzu langweilig war und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.